Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, der E-Commerce-Agentur. Solltet ihr die letzten Folgen zur JTL-Wabi-Anbindung geschaut haben, seid ihr nun bestens geübt. Denn viel schwieriger oder komplexer wird es in dieser Folge nicht. Wir zeigen euch, wie ihr Shopware an JTL-Wabi anbindet. Wir starten auch diesmal direkt in unserem JTL-Kundencenter. Unter Produkte gehen wir auf die Shop-Konnektoren in die Verwaltung und suchen uns den Shopware 5-Konnektor aus. Fügen diesen hinzu. Laden uns erneut den ZIP-Ordner herunter und fügen direkt bereits unsere Shopware-Shop-URL ein. Achtet darauf, dass das HTTP-Kürzel am Anfang nicht vonnöten ist. Wenn ihr den Lizenzschlüssel in JTL-Wabi noch nicht eingetragen habt, kopiert euch den hier von eurem Kundencenter und fügt ihn unter Hilfe und Lizenzen in der Lizenzverwaltung ein. Sobald das abgehandelt ist, könnt ihr den entpackten Ordner in dem dafür vorgesehenen Verzeichnis im Shopware-Shop integrieren. Das heißt, anders als noch bei der WooCommerce-Anbindung kann hier nicht einfach die ZIP-Datei reingezogen werden. Um die Datenstruktur einsehen zu können, verwenden wir FileZilla. Es kann aber auch jedes andere FTP-Programm dafür zum Einsatz kommen. Nun gut aufpassen, denn es ist wichtig, dass die JTL-Connector-Daten an der richtigen Stelle platziert werden. Wir klicken auf Engine, Shopware, Plugins, Local und Frontend. In dieses Verzeichnis wird der Ordner JTL-Connector geladen. Doppelt draufklicken und die Schreibrechte anpassen. Dazu markieren wir Config, DB und Logs, Rechtsklick, File Permission und die Haken bei den Schreibrechten setzen. Damit ist der FTP-Teil abgeschlossen. Nun geht es ins Shopware Backend. Unter Einstellungen den Plugin Manager öffnen. Da wir gerade eben per FTP den JTL-Connector hinzugefügt haben, befindet sich dieser nun auch hier im Manager. Mit einem Klick auf das grüne Kreuz kann dieser installiert werden und steht euch anschließend zur Verfügung. Wichtig hierbei ist es nur noch, euch den Autorisierungstoken zu notieren oder diesen in den Zwischenspeicher kopieren. Zurück in JTL-Wabi öffnen wir die Online-Shop-Anbindungseinstellungen, legen einen neuen Webshop an und tragen zuerst die Webshop-URL ein. Dahinter /JTL-Connector. Den eben kopierten Token als Passwort einfügen und Verbindung testen. Wenn alles richtig eingetragen wurde, sollte das ebenfalls so bei euch aussehen. Am Ende kann auch ein ausschließlich in JTL-Wabi angezeigter Name eingetragen werden. Ordne danach den Händlern und Shop-Kundengruppen jeweils eine Gruppe in der Warenwirtschaft zu, anschließend abspeichern. Um den Abgleich zwischen Wabi und Shop durchzuführen, auf Online-Shop klicken und starten. Nachdem dieser Shop-Abgleich durchgelaufen ist, sind eure integrierten Daten hier in der Wabi einzusehen und nun beispielsweise zur Integration für weitere Shop-Systeme zu nutzen, wenn ihr euer Verkaufsfeld erweitern wollt. Ich hoffe, wir konnten euch mit dem Video weiterhelfen. Sollte es Fragen geben, diese gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ansonsten abonnieren, um e-commerce-technisch up-to-date zu bleiben. Gehabt euch wohl, euer eBakery-Team.